Die Qurayshiten hatten einen Plan gehabt, wie sie dieser Dawa entgegenwirken vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam bekämpfen. Und das Erste, was sie gemacht haben, war, dass sie angefangen haben, sich über den Islam und die Muslime lustig zu machen. Und das war in jeder Zeit so. In jeder Zeit der Menschheitsgeschichte, dass Islamhasser, Leute, die sich selber hassen, die sich selber erniedrigt haben vor sich selber, dass sie immer die Muslime gehasst haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er, der alles in der Hand hat, liebe Geschwister, hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam ebenfalls geprüft. Allahu Akbar, Abu al-Bara, als ob ich einmal von dir gehört habe, dass Allah azza wa jal seinen Propheten geliebt hat. Natürlich hat er ihn geliebt und deswegen hat er ihn geprüft. O du Muskin und o ich Miskin, o wir Armen, die wir denken, weil Allah uns manchmal hart prüft, dass Allah uns nicht liebt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Aber weil wir Masakin sind und unsere Religion nicht gelernt haben, denken wir, dass dieses eine Strafe von Allah ist. Nein, wisse, O Diener Allahs, bei Allah, wenn du deine Religion richtig praktizierst und Allah versuchst zu fürchten, so wisse, diese gesamten Prüfungen sind ein Zeichen der Liebe Allahs Azza wa Jal an dich und mich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns seine Liebe niemals in Zorn umwandeln lassen. Allahumma amin. Sie haben angefangen, sich über den Islam und die Muslime lustig zu machen. Und eines Tages, so berichtet Abdullah ibn Mas'ud, die Überlieferung bei Al-Bukhari, liebe Geschwister, sagte er, anna Nabiya sallallahu alaihi wa sallam, kana yusalli inda al-bayt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat am Haram gebetet, Masjid al-Haram, an der Kaaba. Wa Abu Jahl wa ashabun lahu julus. Und Abu Jahl war an diesem Tag gewesen und einige, die mit ihm waren. Ith qala ba'duhum li ba'd, ayyukum, yaji'u. بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. Er sagte, Abu Jahl, der Verfluchte, und er sprach zu denjenigen, die mit ihm waren und die sich lustig gemacht haben über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer wagt es, mit einem ganzen Beutel voller Innereien, das heißt Reste von einem geschlachteten Tier, von einem Kamel, wer wagt es, dieses über Muhammads Rücken zu werfen, während er in der Niederwerfung sich befindet. Hast du gelernt? Schau, welche Position sie ausgesucht haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wirft sich nieder vor seinem Herrn, sucht die Glückseligkeit, sucht die Ruhe, sucht den Frieden, sucht den Frieden. Und diese Feinde Allahs, was machen sie? Sie besprechen, wie sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam erniedrigen können. So hat er ihnen gesagt, wer wagt es, dieses zu tun? So stand einer auf, liebe Geschwister. فَنَظَرَ حَتَّى إِذَا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَأَنَا أَنْظُرُ. Abdullah ibn Mas'ud berichtet, als dieser Feind Allahs, den Abu Jahl ausgesucht hat, als dieser diese Innereien über den Propheten sallallahu alaihi wasallam geworfen hat, über seinen Rücken und über seine Schultern, als dieser diese geworfen hat über den Rücken des Propheten sallallahu alaihi wasallam, voller Blut und Fleisch, das zerstückelt war, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich weiter in der Niederwerfung begeben. Er ist nicht aufgestanden. Und Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, der ein kleiner Junge war, er sagte, La ughayyiru shay'a. Ich wünschte mir, ich könnte etwas ändern, aber ich vermag nichts zu tun. Ich konnte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hier nicht helfen. Law kana li man'a. Hätte ich nur die Gewalt, die Kraft, ihm zu helfen. Qala faja'alu yadhakun. So haben sie sich über den Propheten sallallahu alaihi wasallam lustig gemacht. Sie haben ihn ausgelacht. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam كان ساجدا لا يرفع رأسه. Er war die gesamte Zeit in der Niederwerfung und hat seinen Kopf nicht erhoben. حتى جاءته فاطمة, bis Fatima, seine kleine Tochter, gekommen ist. فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال. So hat sie die Innereien von seinem Rücken weggenommen. Seine kleine Tochter Fatima radiallahu anha musste zusehen, wie ihr Vater gedemütigt wird von diesen Leuten, die den Islam abgrundtief gehasst haben. So hat sie diese Innereien hinweggenommen. Und bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Kopf dann endlich erhoben hat, dann streckte er die Hände und sagte, Allahumma alayka bi Quraysh.
dreimal, O Allah, O Allah. Und er sprach dieses Bittgebet von ganzem Herzen. Ja Allah, nehme dir Quraysh vor. Ja Allah, bestrafe Quraysh. Ja Allah, bestrafe sie, wie du möchtest. Verschaqqa alayhim idda'a alayhim. So haben sie Angst bekommen, die Qurayshiten, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier gegen sie Dua gemacht hat. Warum? Weil sie haben damals geglaubt, dass wer ein Bittgebet an diesem Haus sagt, von Baytul Haram, das bedeutet Masjid al-Haram, an der Kaaba, wer dort ein Bittgebet spricht, dass dieses Bittgebet auch in Erfüllung gehen wird. So haben sie Angst gehabt. Und sie haben versucht, den Propheten sallallahu alaihi wasallam die gesamten nächsten Tage und Wochen zu schikanieren. Kurz danach hat ihn jemand gewürgt, den Propheten sallallahu alaihi wasallam, bis er dachte, dass er erstickt. Und so ging die Zeit weiter und weiter, liebe Geschwister. Subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sehr viel Übles von den Qurayshiten erlebt. Und dieses aufgrund nur einer Tatsache. Sie wussten, dass er der Wahrhaftige war. Und sie wussten, dass er einer von ihnen war. Und dass er sie niemals anlügen würde. Aber ihnen hat nicht gefallen, welche Botschaft er überbringt. Und das ist dasselbe mit uns, liebe Geschwister. Was denkt ihr, warum Abu'l-Bara so angegriffen wird? Das ist wegen der Botschaft. Das hat nichts mit Abu'l-Bara zu tun. Wenn jetzt eine Person XY auch diese Dauer machen würde und die Menschen dazu aufrufen würde, diesen Weg zu beschreiten und dass man den Menschen erklärt, dass sie sich von dem Haram, vom Verbotenen fernhalten müssen und das tun können, was Allah ihnen erlaubt hat und dass wir ihnen sagen, es gibt eine Hölle und ein Paradies. Wer zu dieser Dauer ruft und wer an dieser Dauer festhält und niemals von dieser Dauer abrücken möchte, so wisse, ob du Abu'l-Bara heißt oder anders, sie werden uns bekämpfen. Und das ist nicht das Letzte, was ihr über uns gesehen habt. Sie werden uns bekämpfen und sie werden versuchen, unsere Ehre in den Schmutz zu ziehen. So wie sie es auch mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht haben, liebe Geschwister.